Jo Leute, kleiner Hinweis für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe jetzt schon einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht und zwar den dritten jetzt mittlerweile. Der heißt Zocker Live. Sind schon ein paar Videos am Start, noch nicht viel, aber ein bisschen ist schon am Start. Hab schon aber ein bisschen Arbeit reingebuttert. Da kommen auch noch die nächsten Tage ein paar Videos. Und wenn ihr wissen wollt, was da so passiert, es gibt einen Trailer, da könnt ihr ungefähr sehen, was ich da so hochladen werde. Könnt ihr euch auch angucken. Ich werde den Kanal hier oben bei dem i verlinken und nochmal ganz oben in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall erstmal einen dicken Kuss an schon fast 4000 Leute, die den Kanal abonniert haben. Übelst nice. Und natürlich an die ganzen Aktiven, die schon die Videos durchgesuchtet haben. Freut mich mega. Also Leute, guckt einfach mal rein in meinen neuen YouTube-Kanal. Würde mich mega freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder hier. Ja, ich bin wieder am Start nach meiner scheiß Weisheitszahn-OP, Mann. Das war so ein Abfuck. Aber ich habe ein paar Videos dazu auf meinem neuen YouTube-Kanal gemacht, Zocker Live. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal vorbeischauen. Auf jeden Fall heute, Leute, gibt es ein neues Video und es gibt wieder einen absolut unfairen, ekelhaften Glitch in Sukshu 2, wer jetzt gedacht. Es gab schon mal einen ähnlichen Glitch. Der funktioniert aber jetzt noch bescheuerter, nachdem sie versucht haben, den rauszupatchen. Also, beziehungsweise, die haben den alten Glitch rausgepatcht, aber jetzt funktioniert er noch krasser als eigentlich der vorherige, den sie rausgepatcht haben. Ist halt jetzt, wie gesagt, eine neue Variante. Funktioniert ähnlich, aber ist viel, viel OP-er. Weiß ich, Mehrzahl von OP, von Overpowered. Ist jetzt OP-er, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr das hier in dem aktuellen Live-Summit machen, Leute. Ich habe zu dem Live-Summit auch schon ein Video gemacht. Nicht wundern, ich bin jetzt hier nur Rang 600, weil ich noch zwei Rennen machen muss, wo ich Windschatten brauche. Ich hatte keinen Kollege dabei. So Leute, ihr könnt den Glitch hier im Summit machen. Dafür ist es übelst krass. Und ihr könnt es auch ganz normal, wenn ihr bei Aktivitäten hier die Rennen machen wollt. Zum Beispiel hier ja, die Hypercar-Rennen mit Polizei. Ja? Es geht bei jedem Polizeirennen, ob das jetzt Hypercar ist, oder ob das jetzt die Street Race Polizeirennen sind. Oder ob das jetzt hier bei Offroad Rallycross Rally Raid Polizeirennen ist. Ja, mit den ersten beiden Motorpässen kamen ja hier die Polizeirennen rein. Und da könnt ihr das machen. Wir können ja mal random einfach mal gucken, ob den Glitch schon jemand hier zum Beispiel bei Hypercar Takedown gemacht hat. So, jetzt seht ihr zum Beispiel hier mal so von meinen Freunden die Zeit. Ja. Also 21 Sekunden ist sehr gut. Und hier so, ja, halbe Minute, Minute ist halt so normal. Wir gucken mal, Weltrekord, ja. Die ganzen Weltrekorde weniger als eine Sekunde. Nicht mal eine halbe Sekunde. Das ist unmöglich. Du brauchst mindestens deine 20 Sekunden. Das brauchst du mindestens. Wenn du richtig too fast bist, dann vielleicht auch ein, zwei Sekunden noch schneller. Aber schneller geht's nur mit dem Glitch. Also wenn ihr euch fragt, wie die Leute das hier gemacht haben oder im Summit. Hier haben wir einen Polizeirennen mit Hypercar. Hier haben wir einen Polizeirennen mit Rallycross. Und oben rechts einen Polizeirennen mit Rally Raid. Und wenn ihr auf die Bestenliste geht, ihr seht hier zum Beispiel, ich habe ja, fast 40 Sekunden gebraucht. Und die Bestenliste, also ich bin nur Platz 1000. Bestenliste ist hier unter eine Sekunde, zwei Sekunden. Da denkt sich doch jeder, hä, what the fuck, Digga, das kann überhaupt nicht sein, ne? Was ihr sehen könnt, ist, dass ich schon relativ viele Punkte habe, ja? Also die Punkte sind eigentlich okay, also würde das jetzt für mich nicht so krass viel bringen, ne? Außer hier unten wären das locker 2000 Punkte. Aber wenn ihr wirklich richtig schlecht seid und ihr habt einfach auch gar keinen Bock habt zu hustlen, dann könnt ihr auf jeden Fall easy noch Punkte rausholen, auch wenn es nicht ganz so viele sind, je nachdem wie gut ihr gewesen seid. Und ich kann euch versichern, dass sowas sicherlich nochmal später in einem Live-Summit drankommt. Und wenn dann irgendwann wieder ein Live-Summit ist, wo du ein Auto gewinnen kannst zum Beispiel, dann wäre es halt schon nice, wenn jeder den Trick kennt, damit den auch jeder machen kann. Und nicht nur, ja, die ganzen Insider-Leute, die das untereinander ja, austauschen, dass nur die das machen. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier, damit das jeder machen kann, ja, damit es nicht unfair ist. So, Freunde, jetzt aber zum Glitch. Ich zeige euch jetzt nicht nochmal, wie ich das Rennen ganz normal fahre. Ich zeige euch nur eine Sache. Wir nehmen einfach mal Rallycross. So, ja. So müsst ihr es normalerweise machen. Das Einzige, was ich euch jetzt mal eben zeigen wollte, ist, ihr seht ja, oben rechts steht, wie viele Gegner ich ausschalten muss, ne? 8 Stück. Wenn ich das Rennen hier alleine fahre, dann muss ich 8 Gegner ausschalten und dann habe ich gewonnen. Oben links läuft die Zeit runter, das heißt, je schneller ich das hier schaffe, umso ja, niedriger ist die Zeit und umso mehr Punkte bekommt ihr im Summit. So, ihr seht schon, innerhalb von 2 Sekunden oder weniger als 1 Sekunde ist es unmöglich, das zu schaffen. Deswegen machen wir jetzt hier den Glitch und ihr werdet gleich sehen, ihr braucht einen Kollege dafür, Leute. Ihr braucht nur einen Kollege,
Wenn ihr gar keine Freunde habt, die so Crew zocken, kommt in meinen Discord, Link ist in der Videobeschreibung und dann werdet ihr sicher jemanden finden. Wenn ihr das jetzt mit einer Crew macht, also wenn ihr das mit zwei Leuten macht, ihr seid zu zweit, dann müsst ihr nicht wieder oben 8 Gegner ausschalten, sondern 10. So Leute, jetzt habe ich mir jemanden in die Crew geholt hier. Kurs geht schon mal raus, vielen Dank für die Hilfe. Und wie gesagt, ihr braucht nur einen einzigen und damit funktioniert's. Am besten ist, also ich sag mal, der jetzt den Glitch machen will, der jetzt hier mehr Punkte machen will, in dem Fall ich, ist der Crewleiter und ich starte jetzt das Rennen. Und dann nimmt euer Kollege, je nachdem, wen ihr da habt, dann nimmt jetzt die Anfrage einfach an. Das seht ihr gleich unten links. Genau, jetzt wurde die Einladung rausgeschickt und jetzt hat er die angenommen, genau. Und jetzt ist ganz easy, Leute. Sobald der Kollege, also sobald ihr im Spiel drin seid, kommt am Anfang erst gleich die Animation und er muss versuchen, die ganze Zeit Dreieck zu drücken, damit er abbrecht. Also er quittet einfach. Ja? Wenn ihr Dreieck drückt, dann könnt ihr nämlich Pfeiltaste nach unten gehen und dann abbrechen. Dann geht ihr quasi wieder raus. Mit den 8 habe ich gerade gezeigt. Also jetzt, wie gesagt, wir machen es zu zweit. Das heißt, wir müssen jetzt 10 Gegner ausschalten. Das liegt halt daran, weil wir zu zweit sind. Da muss man halt mehr ausschalten. Das ist aber egal. Der Kollege geht einfach raus und dann mache ich einfach die 10 Gegner eben alleine platt. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Ja, pass auf. So, jetzt kommt wie gesagt die Animation. Und kurz nachdem die Animation weg ist, kann der Kollege schon rausquitten. So, jetzt ist er rausgegangen. Horstmigration, warum war er der Horst? So, ihr seht oben rechts steht aber immer noch, dass ich 10 Gegner ausschalten soll, ne? Oh Mann, die sind alle hinter mir jetzt. So, bisschen Lost hier gefahren. So, jetzt schalte ich einfach die 10 Gegner aus. Und es ist jetzt... wir werden jetzt gleich sehen. Warum sind die all... Wo fahren die hin, Junge? So. Voll Lost. Es ist jetzt scheißegal, wie lange ich brauche. Ihr seht ja da oben, die Zeit läuft runter. Man fängt mit 4 Minuten ungefähr an, ne? Und wir haben jetzt schon eine halbe Minute gebraucht. Aber ihr werdet gleich sehen, was am Ende passiert. Wir machen das jetzt hier einmal... Ich mache das jetzt hier als Beispiel einmal komplett zu Ende. Ich werde jetzt hier nichts cutten oder so. Sonst sagt nachher noch einer X irgendwie Fake oder was, weiß ich. Ich mache aber gleich die anderen Rennen auch noch, aber dann werde ich ein bisschen cutten, damit das nicht so lange dauert, das Video. Ja, ich hätte vielleicht mal vorher hier ein paar Teile einbauen sollen, oder? Warum bin ich so lahmarschig? So, jetzt haben wir schon locker eine Minute gebraucht. Er hat wieder gar kein Damage bekommen, Junge. Was ist denn los mit dem Spiel? Schreibt mal, Leute, schreibt mal einen Kommentar, wenn ihr das auch voll oft habt, ey. Dass ihr jemanden rammt und ihr kriegt keinen, ihr macht kein Damage. Was ist das für ein Scheiß manchmal? Ich verstehe das nicht. Boah, diese Offroad-Gedönsel mache ich ja nicht gerne. Nein! Oh! Einfach respawnen, dann bist du wieder hinter dem. So ein Scheißsprung. Die fahren da gefühlt auch rüber, ohne zu springen, ne? Ich glaube, das wird einfach so locker 20 Minuten, wie du jetzt hier, Alter, nur weil ich so lange brauche. Nein, 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 nein. Ja, so. Oh, das dauert viel zu lange, Mann. Ich wollte das viel schneller machen eigentlich. Ja, wo sind denn jetzt die Gegner? Ey, das kannst... Ja, warum spawnen die denn nicht vor mir? Was ist denn das wieder für ein Glitch? Ja, vielleicht liegt es wirklich daran, weil wir jetzt den Glitch gemacht haben hier. Normalerweise spawnen dann die Gegner weiter vor dir. Wenn du weiter vorfährst und du hast die alle hinter dir. Ja, okay, scheißegal. Jetzt dauert es voll lange, Mann. Aber umso besser, dann seht ihr gleich, wie krass der Trick ist. Also ihr seht ja jetzt, ich bin gerade richtig schlecht. Wenn ihr auch richtig schlecht seid, ist das voll gut, Mann. Weil es ist scheißegal, wie lange ich jetzt hier brauche. Und wenn ich jetzt 10 Jahre brauche, gut, irgendwann ist die Zeit ja eh weg, ne? Oh, Bruder, du bist der Letzte. Ich musste noch dich ausschalten. Mach doch jetzt kein Auge hier. Ja, okay, fertig. So. Also, wir haben jetzt locker 3 Minuten gebraucht, oder was? Keine Ahnung. Und jetzt achtet mal darauf, wie schnell ich gewesen bin. Ja, Leute. 3,3 Sekunden habe ich gebraucht. Komisch, oder? Ich zeige euch noch kurz die anderen Rennen und dann erkläre ich euch, warum das so ist. Ich mache jetzt erstmal hier das Hypercar nochmal. So, der Kollege hat wieder angenommen. Perfekt. Und jetzt gleich quittet er wieder einfach raus. Ich werde aber jetzt nicht zeigen, wie ich hier 10 Jahre brauche, um die Gegner auszuschalten.
Ich werde das einfach cutten gleich. So, jetzt, sobald es geht, ich zeige das hier einfach nochmal, wenn ihr Dreieck drückt, oh ja, genau, Hostmigration. Wenn ihr Dreieck drückt, steht da rechts Neustart und zurück zum Summit. So, und bei dem Kollege steht einfach dann Abbrechen, ne? Das heißt, er drückt einfach auf Abbrechen und dann ist er rausgequittet. Und jetzt bin ich wieder alleine hier drin und muss jetzt die 10 Leute ausschalten. Aber das zeige ich jetzt nicht. Ich mache jetzt mal eben einen Cut. So, das ist der 10. jetzt hier. Zack, fertig. Ich habe wieder voll lange gebraucht. Ihr habt es vielleicht noch gerade oben links gesehen. Einfach gar keine Mühe gegeben, ne? So, und ich habe gebraucht 3,5 Sekunden, Digga. Was für ein Wahnsinn, ne? Also, Too Fast Too Furious ist wieder unterwegs hier. So, jetzt machen wir eben schnell das andere hier. So, das war der 10. Ich habe wieder voll lange gebraucht, ne? Ja, du musst dir schon ein bisschen Mühe geben, ne? Wenn du es richtig gut machen willst. Deswegen, wenn ihr richtig schlecht seid, ist halt voll geil, wenn ihr den Trick macht. Und diesmal habe ich 2,9 Sekunden gebraucht. Fast 40 Sekunden schneller. Absolut krank. So, aber warum habe ich jetzt immer 2,9 mal 3 mal 3,5 Sekunden gebraucht? Warum ist das so? Das funktioniert einfach so, der Bug ist irgendwie, weil sie das versucht haben rauszupatchen, haben die neuen Bug reingemacht. Das ist jetzt so, die Zeit, die ihr am Ende bekommt, ist genau die Zeit, die euer Kollege braucht, rauszuquitten. Das heißt, wenn euer Kollege jetzt so lahmarschig ist und er braucht erstmal 10 Sekunden, um die Dreiecktaste und danach die X-Taste zu finden, um rauszugehen, ja, dann habt ihr am Ende 10 Sekunden gebraucht für das ganze Rennen. Weil, wenn ihr jetzt einen Kollege habt, der richtig schnell ist, und so sind auch diese richtig krassen Zeiten, die unter eine Sekunde sind, teilweise entstanden, der Kollege muss es irgendwie schaffen, ganz schnell Dreieck zu drücken und sofort X, damit er sofort rausgeht. Weil je schneller der Kollege das schafft, umso besser ist eure Zeit, die ihr bekommt. Das heißt, euer Kollege macht quasi eure Zeit, ja? Und wie lange ihr dann braucht, ob ihr dann eine Minute braucht, 3 Minuten, scheißegal. Es zählt nur, wie schnell hat es euer Kollege geschafft, rauszuquitten, ja? So, das war auf jeden Fall der Glitch, Leute. Wichtig, seid kein Assi, schickt euren Kollegen, die das zocken, auch das Video hier, damit ihr das auch machen könnt, seid kein Assi. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Polizeirennen nochmal in späteren Summits vielleicht drankommen werden und dann wäre es cool, wenn alle auch den Glitch noch wissen und ja, alle den kennen. So, ich bin raus für das Video. Wir sehen uns im nächsten und heute noch oft live auf Twitch. Ja, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.